Hallöchen, liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Verteidiger Chief mit einer neuen Folge von Let's Play O-Ton. Und wir sind hier mal wieder bei The Last of Us. Und beim letzten Mal haben wir ein bisschen hier verkackt. Das war vor allen Dingen die KI schuld. Naja, gut, okay, lassen wir mal so. Ich war es eigentlich schuld, weil, ups, was war das? Genau, ja. Die KI war es nicht wirklich schuld, sondern eigentlich war ich es schuld, weil ich habe nämlich mich entdecken lassen von einem von diesen, ich glaube Stalker heißen die hier. Oder Hunter, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Das versuchen wir jetzt einfach nochmal neu. Matsch. Genau. Und wir sind ja hier immer noch mit Ellie natürlich unterwegs und mit dem Bill. Ja. Und genau, wir sind auf der Suche oder auf dem Weg, um irgendwelche Teile für ein Auto, für die Reparatur von einem Auto zu suchen. So, jetzt muss ich mal gucken. Nee, das war's, genau. Da ist der Listen Mode. Wir haben also einen Klicker. Und zwei normale Gegner, Hunter, Stalker. Ich weiß schon ja nicht, wie die Spackos heißen. Ach, egal. Auf jeden Fall. Jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwie das Ganze nicht irgendwie ein bisschen intelligenter machen können. Jetzt müsste mal sich hier der Lumpen mal umdrehen, mal verschwinden. Ich weiß es nicht. Ja, ganz vorsichtig hier mal hoch. Wo ist der andere? Da ist der andere, okay. Dreh dich jetzt bloß nicht um, du Pinsel. Ja, schon hätten wir es wieder verkackt. Hervorragend, komm hier, holz den Typen um. Na, komm her. So, den Klicker hätten wir auf jeden Fall schon mal. Ja, das war nicht schön, aber was soll's. Jetzt können wir uns hier zumindest mal in Ruhe umgucken. Vielleicht hätte ich hier irgendwie den Weg durch das Haus nehmen sollen. Meine Herren, ist das hier schon wieder dunkel. Schlimmer als in einem Horrorfilm. Jo. Ich habe noch eine Flasche, okay. Dann brauche ich auch keine zweite. Dann schauen wir uns dann mal hier weiter. Ne, da oben ging es. Ach, richtig, genau. Da oben ging es nicht hoch. Das hat man ja schon beim letzten Mal irgendwie fälschlicherweise. Ja, also was heißt fälschlicherweise? Feststellen müssen. Oh, das haben wir beim letzten Mal übersehen. Hier haben wir nochmal so einen Anhänger gefunden. Von denen ich mit Sicherheit schon irgendwie, ich weiß nicht, einen bestimmten ganzen Haufen irgendwie übersehen habe. Aber das ist halt der Nachteil, wenn man halt sowas blind durchspielt, dann passiert sowas eben. So, hier nehmen wir mal ein bisschen Kram mit. Und, huch, oh ja, Ziegelsteinchen, immer gut. So. Und jetzt wollen wir nochmal schauen. Okay, hier geht's zum Fenster raus. Wir hätten es theoretisch auch. Wir hätten uns theoretisch irgendwie auch an den ganzen Lumpen hier irgendwie vorbeischleichen können, aber ich weiß nicht, es ist eigentlich nicht ganz meine Art. Also nur die ganze Zeit durch die Gegend zu schleichen, ist irgendwie nicht mein Stil. Ich meine, jeder, der irgendwie vielleicht schon mal mein Dishonored Let's Play auf der Xbox 360 gesehen hat, wird auch feststellen, dass ich die meisten Gegner zwar umlaufe und dann irgendwann mir die später zu einem günstigeren oder entsprechend angenehmeren Zeitpunkt einfach hole. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ah, noch ein Klicker und wieder zwei von den anderen Turbo-Hoshis. Kommt der jetzt hier rein? Das wäre natürlich sehr gut. Die machen echt Geräusche, das ist unglaublich.
Okay, ich glaube, ich krall mir einfach als erstes den Klicker, weil das ist definitiv die größte Bedrohung. Und der ist jetzt auch gerade hier so schön isoliert. Ist er das? Ich sehe das. Ah, leider nicht so ganz. Okay, dann schauen wir mal. Nee. That's probably bad. Oh, jetzt sind die schon wieder. Also das ist ja schon fast, als würden die hier Patrouille laufen, die Lappen. Ätzend. Oh Mann. Da vorne liegt doch irgendwas. Achso, das ist wieder ein Steinchen. Okay, das können wir gleich benutzen. Ey. Kein Lärm machen. Okay, der geht jetzt wieder zurück. Den schnapp ich mir jetzt. Meine Herren, ey, das ist ja hier schlimmer als hier beim Versteckspielen. Ich war noch nie gut im Versteckspielen. Aber den hole ich mir jetzt. Ja, du kannst jetzt wieder zurückgehen. Komm. Sehr gut. Geh zurück. Ups. Jetzt habe ich ein Problem. Komm her, ey. Ja, genau, das war genau der Effekt, den ich befürchtet hatte. Ne? Lieber zuerst den Klicker machen. Gott sei Dank sind jetzt hier die Spackos tot. Die anderen vielleicht auch. Sieht danach aus. Nein, natürlich nicht. Ach, Sackratten. Dass wir auch immer zusammen sein müssen, das ist ja schlimm hier. Kommt der jetzt hier in die Ecke? Ich glaub's nicht. Komm her. So, mein Freund. Und der Klicker ist aber nirgendwo zu sehen. Naja, gut. Soll mich nicht stören. Jetzt wollen wir mal schauen. Okay. Kann ich das noch? Ja, das ist sehr gut. Ein bisschen Energie tanken. What? Also diese Geräuschkulisse, ist schon manchmal wirklich ein bisschen beängstigend. Okay, also, okay, er hat es nicht gespeichert. Naja, gut, okay. Das ist immer ein bisschen, das war bei Uncharted irgendwie ein bisschen cooler gelöst. Weil man nämlich da jedes Mal, wenn man irgendwie was gefunden hat, also irgendwie ja, aufsammelbaren Schatz oder so ein Schätzchen, was man aufsammeln konnte, wurde auch automatisch das Spiel gespeichert. Und das war schon ziemlich günstig. Weil man dann einfach irgendwie, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, was eingesammelt hat, konnte man dann zumindest irgendwie sich, muss man sich keine Sorgen drum machen, wenn man jetzt irgendwie stirbt, dass man dann irgendwie teilweise diesen nervigen Weg nochmal gehen musste. So, okay. Ich hole mir jetzt erstmal den Klicker. Das ist mir jetzt zu doof hier. Okay. Jetzt kommen die alle drei hier hoch, oder was? Ich raste aus. Ah, ich meine, das ist ja an sich, ist das ja ganz cool, dass es keine so direkt vorgefertigten Wege gibt, die die Gegner immer laufen.
Aber das kann natürlich auch ein bisschen nervig sein, weil ich möchte ja eigentlich hier auch jetzt nicht irgendwie jeden Weg tausendmal angehen. Scheiße. Und jetzt vorsichtig. Ganz vorsichtig. Alter Schwede, ey, ist nicht zu glauben, oder? Könnte fast meinen, sie würden sich absprechen. Okay, den schnappe ich mir jetzt. Verdammt. Komm, Hause platt. Ah, ich hatte doch das Messerchen. Ja, sorry Leute, aber das müssen wir jetzt einfach nochmal machen. Ist das ätzend. Also die Klicker sind für mich definitiv immer noch ein kleines Problem. Aber auch nur, weil ich irgendwie ein bisschen zu geizig bin, hier irgendwie die Munition zu verbraten. Was? Okay. So, das. Komm her. Ja, Matsch. Wundervoll. Gut, das mit der Flasche merke ich mir mal. Das ist ja gar nicht so schlecht. Zumindest besser als irgendwie hier mit meinem eingesammelten Ofenrohr irgendwie auf den Kerl einzudreschen. So. Wieder für die Energie tun. Hier, das Ding wieder einsammeln. Blech. Ja. So. Zack, zack, zack. Und den Stein noch mit einsammeln. So, und bevor wir jetzt hier irgendwie das Ganze nochmal vergeigen. Dafür braucht man auch Munition. So. Jetzt speichern wir einfach mal. Autosaving still in progress. Ja, das ist ja witzig. Okay. Speichere das jetzt einfach mal manuell, mal gucken, ob das was bringt. Auch wenn der jetzt halt gerade gesagt hat, dass Auto, also dass das automatische Speichern irgendwie noch aktiv war. Ich glaube das Ganze nicht so richtig. Fuck. Ah ja, okay. Wo laufen die Spackos her? Okay. Okay, ha, den schnappe ich mir jetzt. Aber sowas von. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Überraschung. Ah, oh, Gott sei Dank. So. Und wo ist jetzt der scheiß Klicker? Nee, ey, was machst du denn da? Wo ist der blöde Klicker? Ey! Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, mein Controller spinnt rum. Ich weiß es nicht. Das ist auch immer noch der erste, den ich von der PlayStation habe. Aber ist da hier irgendwie so komische Kommandos irgendwie fehldeutet? Finde ich dann doch schon ein bisschen merkwürdig. Es ist mir schon bei, ich glaube bei Uncharted oder so ist mir das schon aufgefallen. Komm hier bitte nicht runter. Dreh dich wieder um. Verpiss dich.
Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Hörst du nicht auf mich? Du sollst doch auf mich hören. Was habe ich dir gesagt? Jawohl, ja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Jawohl. So. Alles klar. Jetzt gucken wir mal, wie viele von den... Ach, super. Können wir uns ja gleich noch ein paar von den Dingern bauen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Klicker irgendwie kriegen. Alter, ist das ein widerliches Scheißvieh. So. Knanks. Und kaputt. Und, ja, wir nehmen den Baseballschläger mal mit. Der... Ist der schon? Ah, cool, der ist schon bearbeitet. Das ist ja super. Genau, der hat schon diese Melee-Angriff, hat der schon mit drauf. Das ist natürlich hervorragend. Und wir bauen uns mal zwei neue Messerchen. Wir haben so viel von dem Kram. Und dann... Sind wir hier schon auch wieder am Ende der ersten Folge? Der nächsten Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen, beziehungsweise dass ihr wieder reinschaut, und wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran.